Wozu braucht es überhaupt diese speziellen Lizenzen, wie sie für Creative Commons erstellt wurden? Heute ist ja alles im Web verfügbar und kann rein technisch gesehen sehr einfach heruntergeladen und verwendet werden. Nun, alle diese so einfach verfügbaren Materialien sind durch das Urheberrecht geschützt und bei jeder ungefragten Nutzung eines fremden Werkes begeht man eine Urheberrechtsverletzung. Das ist so ähnlich, als würde man vor der eigenen Haustür ein Fahrrad finden, das nicht abgesperrt ist. Sobald man sich draufsetzt und damit wegfährt, ist es Diebstahl. Das heißt, alles, was Sie im Internet finden, was nicht gesondert gekennzeichnet ist, dürfen Sie nur für Ihren Privatgebrauch verwenden, aber nicht verbreiten. Wenn Sie mehr damit machen möchten, dann müssen Sie beim Urheber oder der Urheberin nachfragen, sofern das Material nicht von vornherein durch eine offene Lizenz gekennzeichnet ist. Im österreichischen Urheberrecht sind außerdem Privatgebrauch noch weitere Fälle definiert, in denen eine freie Werknutzung ohne Rückfrage erlaubt ist, nämlich für Zwecke der Rechtspflege, für Zwecke der Verwaltung und für Bildungszwecke. Für Bildungszwecke gibt es seit der österreichischen Urheberrechtsnovelle vom Jahr 2015 folgende Möglichkeiten: Bildungseinrichtungen, also auch Einrichtungen der Erwachsenenbildung, dürfen Kopien für Lehrzwecke herstellen und zwar auch in digitaler Form. Und sie dürfen diese Kopien auch verbreiten und verteilen, aber nur in einem geschlossenen Teilnehmerinnenkreis und nur, wenn es sich nicht um Kopien aus Lehrbüchern handelt. Für Lehrbücher gibt es wieder eigene Bestimmungen und eigene Lizenzverträge. Wir brauchen uns also jetzt nicht mehr zu fühlen wie Diebe, wenn wir im Kurs Kopien verteilen, aber es ist trotzdem noch lange nicht alles möglich, was wir uns in einer Lehr-Lern-Situation bezüglich Materialien manchmal wünschen würden. Mit offenen Bildungsressourcen ist mehr möglich, da sieht es besser aus. Sie setzen zwar nicht das Urheberrecht außer Kraft, aber sie unterstützen das Teilen, weil sie wirklich gesondert dafür konzipiert worden sind. Juristische Spezialfragen zu dieser Thematik beantwortet übrigens sehr gut und gerne Magister Michael Lanzinger, der sich auf Rechtsfragen rund um das E-Learning spezialisiert hat und der auch unser juristischer Berater bei den Online-Angeboten von Conedu auf erwachsenenbildung.at ist.